Herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Michael Lane. Ich bin Teilinhaber der Firma Bluebox. Und Bluebox ist anders wie viele Firmen, weil all diese Hauptmarken, die wir haben, von einem Friseur gemacht sind. Das heißt, ein Friseur, der täglich arbeitet, der denkt wie euch, er ist wie euch und die Produkte zeigen das dementsprechend. Das ist DNA, die wir haben und wir sind sehr, sehr friseuraffin. Hiermit einen kleinen Film über uns, wie es bei uns abläuft. Das ist unser Büro. Hier wird täglich die Bestellungen bearbeitet, eure Anfragen bearbeitet. Von hier gehen unsere Newsletters raus. Das ist eigentlich Herz unseres Firmas in der alltäglichen Arbeit. Und hier im Studio inspirieren wir. Und Inspiration ist für uns eine sehr, sehr wichtige Wort. Eine Friseur und Inspiration ist kein Friseur. Und wie gesagt, mit diesem Friseur-DNA, die wir in unseren Marken haben, ist das ein sehr wichtiger Standort für uns. Unser Schulungsprogramm steht da vorne. Hier haben wir Anlässe, die Farbe, Schnitt, Kommunikation, alles, was mit Friseursein zu tun hat, ist hier vorhanden. Das ist die Logistikabteilung. Wir liefern normalerweise binnen 24 Stunden, maximal 48 Stunden, wenn eine Bestellung bis frühen Nachmittag bei uns ist. Und hier bringen wir alle unsere Marken unter. Bluebox gibt es 2002. Wir bedienen und inspirieren Coiffeure in Deutschland, Österreich und Schweiz und Liechtenstein. Unser Ziel ist immer, mit euch Exzellenz zu erreichen, euch zu inspirieren, euch Möglichkeiten zu geben, mit Marken zu arbeiten, die von einem Friseur stammen. Es gibt 13.000 Salons in der Schweiz und der Schweiz ist nicht alleine. Viele, viele Länder haben ein Problem oder einen Challenge mit Empfehlungsumsatz. Wurde früher Verkauf genannt. Wenn man das Wort Verkaufen in Zusammenhang mit einem Friseur benutzt, schrecken sie normalerweise ab. Nein, das bin ich nicht. Ich kann nichts verkaufen. Ihr braucht nichts zu verkaufen. Ihr braucht nur zu empfehlen. Das erwarten unsere Kunden. Wir haben 13.000 Salons in der Schweiz. Euer Dienstleistungsumsatz ist natürlich durch Zeit beschränkt. Man kann nur eine gewisse Stundenzahl arbeiten, um gesund zu bleiben. Man kann 12 Stunden, man kann 8 Stunden. Ich würde 8 Stunden empfehlen mit regelmäßigen Abständen. Aber euer Empfehlungsumsatz, die ist unlimitiert. Besonders wenn der Kunde, die Kundin mitbekommt, dass bei euch die Produkte vorhanden sind, dass bei euch die Produkte mit Leidenschaft richtig verwendet werden, um die Resultate, die diese Kunden suchen, unterstützt sind. Und dass dies über eine Kommunikationswelle passiert, die positiv eingerichtet ist, die natürlich eingerichtet ist, dann kann man diese 7%, die bei uns in der Schweiz vorhanden ist, weit überstreiten. Es gibt andere Länder auf der Welt, die ganz andere Zahlen haben, was Empfehlungsumsatz betrifft im Salonbereich. England zum Beispiel liegt bei 15%. Australien liegt bei 20%. Amerika bei 20%. Skandinavien bei 25%. Das heißt, es ist machbar. Es ist eine Frage des Verstands, des Einstellungs und hauptsächlich Kommunikation. Es gibt Marken, die Kommunikation mit ihren Kunden verstehen, die
wissen, wie man eine Marke vorstellt. Hier sind ein paar Beispiele. Hermes, Dior, Nike und Aesop. Das ist eine australische Marke, die direkt an den Endverbraucher geht. Die haben den Friseure vorbeigefahren, weil die denken, sie können das besser direkt verkaufen. Eine sehr interessante Marke. Blue Box glaubt aber, dass Friseure der beste Weg ist, für die Kundin die richtigen Produkte zu bekommen und den richtigen Verstand für den Kunden zu bekommen und den richtigen Resultate. Erster Schritt ist, den Platz, den man im Salon hat, zu optimieren, was Produktpräsentation angeht. Das kann man in jedem Salon machen. Ja, man muss nur das angucken und das dementsprechend einrichten. Hier ist ein kleiner Film über einen Salon, wo wir zusammengearbeitet haben, um diese Einrichtung zu machen. Das ist Jet Coiffeur am Flughafen, hat ein internationales Publikum, hat mehrere Marken. Und die haben eine Empfehlungsumsatzquote von 17%. Es ist ein Sonderfall, weil der Zahl von Leuten, die an diesem Laden vorbeilaufen täglich, ist extrem hoch. Aber die Grundsätze ist, es ist attraktiv, die werden richtig beraten und empfohlen. Die Produktreise in einen Salon fängt bei Behandlung an. Und da sind zwei Fragen sehr, sehr wichtig. Was benutze ich und warum benutze ich das? Ich gehe in Tausende von Salons im Jahr und höre äußerst selten, ich benutze jetzt dies und dies, weil ihre Haare das und das braucht. Ich höre das äußerst selten. Ich höre normalerweise und das war's. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, wissen wir, dass das öfter so ist. Die beiden Damen, die diesen Salon treiben, sind Experten an Behandlung. Die präsentieren auch ihre Produkte richtig. Der Behandlungsbereich ist im Fokus. Es wird geredet, es wird empfohlen. Und es macht Spaß. Beratung im Bereich Farbe, Schnitt und Styling handelt sich um ein Verhältnis, die ein Wir-Verhältnis ist. Ich, Friseur, du, Kundin, wir zusammen. Vida Sassoon hat mal gesagt, dass unsere Währung ist Schönheit. Und ich glaube, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Unsere Währung ist Schönheit. Deswegen kommen Herren und Frauen zu uns im Salon. Ja? Friseur sein ist der beste Job der Welt. Davon bin ich fest überzeugt. Ich hatte 5 Jahre lang meinen eigenen Salon, bin zwar kein Friseur, aber was da ablaufen kann, wenn Leute das verstehen, dass ihr den besten Job der Welt habt, bringt das eine ganz andere Dimension in unser Leben. Beratung ist äußerst, äußerst wichtig. Das ist Meraki in Winterthur und die haben mit uns zusammen ein Beratungskonzept ausgearbeitet, die super gut funktioniert. Hier sehen wir Friseur und Kundin auf Augenhöhe. 45 Grad, nicht zu nah, nicht zu weit weg, nicht im Spiegel sprechen, sondern direkt in den Augen. Der liebe Herr Gott hat uns 2 Ohren gegeben und einen Mund.
und dies aus einem bestimmten Grund. Wir sollen in unserer Branche zweimal so viel zuhören als sprechen. Indem wir zuhören, verstehen wir die Wünsche unserer Kunden und können dementsprechend das Richtige empfehlen. Stehen ist natürlich hinter dem Spiegel auch wichtig, aber immer wieder hinsetzen. Eine Beratung im Spiegel ist keine Beratung. Wenn wir das erfolgreich über die Bühne bringen, kommen wir Richtung Ende des Salonbesuches. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Es ist eigentlich der Höhepunkt, dass wir zusammenarbeiten. Wenn die Kundin hübsch aussieht, Komplimente kosten gar nichts und gewinnen uns viel. Sachen wie, das haben wir gut gemacht, Sie sehen fabelhaft aus. Wann wollen wir uns wiedersehen? Das ist so der Abschluss, den wir suchen und suchen sollen. Dazu kann auch natürlich ein Produkt oder zwei Produkten oder sogar drei Produkten eine Rolle spielen, wenn man die Beratung richtig gemacht hat. Folgt das von alleine. Man muss nichts verkaufen. Das versuche ich Friseure täglich beizubringen. Man muss nichts verkaufen. Da haben wir zwei glückliche Leute. Glück, Freude. Ihr könnt das schaffen. Ihr habt das Talent. Ihr habt den besten Job der Welt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich weiß, das ist ein Thema, die schon seit lange bei uns im Gange ist. Aber wir haben es noch nicht erobert. Und bei Blue Box arbeiten wir täglich mit Friseure, um diese Challenge anzugehen. Ich stehe euch gern jetzt zur Verfügung zu Fragen. Die Präsentation ist jetzt vorbei. Das sind die Leute, die uns geholfen haben, um diese Präsentation zusammenzustellen. Ich stehe euch gern zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören.